Wer den Zins abschafft, der schafft den maßgeblichen Parameter ab, um Risiken überhaupt beurteilen zu können. Die Folge, Kapital fließt in völlig irrsinnige Bereiche, siehe die ganzen Börsengänge, siehe die Blasen bei Immobilienpreisen, bei unprofitablen Unternehmen, die plötzlich nach oben gezockt werden, weil man sich sagt, naja, Geld kostet doch nichts, ist doch reichlich vorhanden und hier sind doch ganz tolle Chancen, dann ist eine ganz tolle Zukunft. Diese Nullzinsen sorgen für Euphorie, die sorgen für eine Stimmung, die Blasen begünstigt, dann sehen wir diese Blasen und diese Blasen tendieren dann zu platzen, wenn diese Nullzinspolitik endet, denn diese Nullzinspolitik hat automatisch auch dafür gesorgt, dass die Basis für Inflation geschaffen wurde. Jetzt sehen wir diese Inflation, jetzt müssen die Notenbanken dagegen steuern, jetzt müssen sie die Zinsen anheben und jetzt sind viele aufgrund der jahrelangen Nullzinspolitik massiv Schulden gehebelt und jetzt fliegen die aus der Kurve. Jetzt haben die ein richtiges Thema und die Frage ist, was jetzt tun? Liebe Fed, willst du jetzt anfangen, wieder die Zinsen zu senken, nur weil ein paar Jungs aus der Kurve fliegen? Oder musst du die Geschichte durchziehen, weil es nicht anders geht, weil sonst das Vertrauen in Geld erodiert? Und das ist jetzt die Gemengelage, vor der die Notenbanken stehen. Im Grunde bekommen sie jetzt die Quittung für ihre Politik, wenn du dir in der Kneipe die Hucke voll säufst, dann kommt irgendwann der Kellner und sagt, naja, aber bezahlen musst du auch, Junge, aber dir ist schon richtig schlecht. Eigentlich ist der Rausch hinter dir. Du tendierst schon Richtung Toilette, um sozusagen die Folgen deines Alkoholkonsums loszuwerden. Und jetzt kommt auch noch der Kellner und will was von dir. Ziemlich blöde Situation. Wir haben Stress im Bankensystem, meine Damen und Herren. Und ich hatte spekuliert, mehr ist es ja nicht, ich konnte es ja nicht wissen, am 2. Februar, warum Paul plötzlich bei seiner Pressekonferenz permanent von Disinflation sprach. Das war eine völlige Wandlung von Paul, der ja im August der letzten Jahre in Jackson Hole noch richtig draufgehauen hatte. Wir werden die Inflation besiegen, merkt euch das, wir ziehen das durch, we're keeping at it. Und dann plötzlich wurde er zum Arthur Burns, Disinflation, ja, wir, nee, Financial Conditions haben sich doch gestraft und so weiter und so fort. Irgendwie sehr, sehr seltsam. Und es gab die Theorie an der Wall Street, dass Banken hier Schwierigkeiten haben. Diese Theorie scheint sich zu bestätigen jetzt. Hier oben sehen wir mal die unrealisierten Verluste, die vor allem eben im Anleihesektor sich tummeln. Warum? Die Banken haben in Zeiten der Nullzinspolitik Anleihen gekauft. Warum? Weil die Kurse permanent gestiegen sind, aber mit dann der Inflation und der Reaktion der Notenbanken sind die Zinsen nach oben gegangen, was dazu führt, dass die Kurse der Anleihen abstürzen. Das führt zu Buchverlusten. Nun können diese Banken natürlich die Anleihe bis zur Endfälligkeit halten. Dann ist das eigentlich jetzt nicht so ein Problem, aber zwischenzeitlich wird es ein Problem, weil da gewaltige Verluste eben in den Banken schlummern. Und jetzt vor allem sehen wir diese Verluste, sehen wir die Probleme bei den regionalen Banken. Hier sehen wir das vor allem eben diese ganze Geschichte mit den Bankreserven, mit eben diesen Verlusten bei den Anleihen, vor allem bei den kleineren Banken zuschlägt. Die haben richtige Probleme, deswegen haben wir dazu gleich mehr die Regionalbanken in den USA richtig unter Druck gesehen und es ist wirklich ein breiter Absturz der Bankenwerte, den wir hier sehen. Wir hatten ja vorher gehört, Silvergate, diese Kryptobank, wird stillgelegt und jetzt haben wir gestern den KBW Bankenindex gesehen mit einem Absturz von 7,7%. Das ist der größte Absturz seit Juni 2020. Was ist da los? Nun, zunächst mal ist es so, dass hier jetzt durch die Zinsen in den USA eben auch von den Einlegern, von den Sparern, von Firmen jetzt gesagt wird, Leute, wir wollen etwas von diesen Zinsen haben. Nicht nur ihr, die deutschen Banken schaffen es ja nach wie vor hervorragend, die Konsumenten und Firmen da rauszuhalten, die Firmen weniger als die Konsumenten. Das heißt, sie geben die Zinsen nicht weiter. In den USA ist das schwieriger. Jetzt sehen wir eben auf der einen Seite, dass Konkurrenz entsteht. Die Leute sagen, naja, wenn du mir keine entsprechenden Zinsen zahlst, dann ziehe ich mein Geld ab und bringe es woanders hin. Das sorgt bei denjenigen, die das diese Zinsen nicht so wirklich anbieten wollten, für Probleme und eben vor allem dann auch für die Verluste durch die Anleihen im Portfolio. Und wir sprechen hier vor allem von der Silicon Valley Bank, die im Silicon Valley, wie der Name schon sagt, situiert ist und praktisch der Finanzier ist für diese
Silicon Valley Startups, für diese Tech-Firmen dort. Und was ist da passiert? Nun, wir hatten die Situation, dass diese Silicon Valley Bank diesen Startups im Silicon Valley Kredite gibt. So, und sagt, okay, hier hast du das Geld. Die Firmen, die Startups sagen, naja, du kriegst diesen Kredit natürlich zurückgezahlt und du kriegst ein paar Aktien von uns, sobald wir an die Börse gehen mit IPOs. Und erinnern wir uns, diese Börsengänge, da ist ja Schrott an die Märkte, an die Börse gekommen, hat sich verfünffacht, verzehnfacht, verhundertfacht, ohne Geschäftsmodell, egal, Hauptsache tolle Hoffnung postulieren. Und jetzt haben wir aber durch den Anstieg der Zinsen die Situation, dass die IPOs praktisch gar nicht mehr stattfinden. Es ist also nicht mehr das Umfeld für diese Börsengänge und jetzt können also diese Firmen ihr Versprechen nicht einhalten. Wir zahlen deinen Kredit zurück und du, liebe Silicon Valley Bank, du bekommst noch Aktien von uns dann obendrauf geschenkt. Dementsprechend werden jetzt die Einleger in der Silicon Valley Bank unsicher, die ziehen Geld ab und jetzt entsteht also eine Art Bankrun, kann man sagen. Hier die Kredite, die hängen in der Luft der Silicon Valley Bank. Gleichzeitig laufen diejenigen weg, die eben jetzt dort Geld eingelegt haben. Und schauen wir uns mal an hier den Börsenkurs. Vor kurzem noch im Februar noch bei über 300 Dollar. Gestern Abend dann 82,90 Dollar. Und das auch, wenn wir das jetzt mal sehen mit Blackstone. Blackstone ja ein absoluter Dickfisch an den Märkten, der kürzlich gesagt hatte, er stoppt alle Auszahlungen aus einem Immobilienfonds. Da sehen wir, da hängt also irgendetwas schief. Gestern hat dann der Chef der Silicon Valley Bank, Greg Becker, versucht, die Anleger zu beruhigen. Bleibt doch mal ruhig, liebe Kinder. Man hat dann so eine Art Kapitalerhöhung gemacht, versucht also Assets zu verkaufen, um Liquidität zu generieren. Aber dann kam Peter Thiel, der auch den Founders Fund letztendlich verantwortet. Sie kennen Peter Thiel sicherlich, einer der bekanntesten Persönlichkeiten an der Wall Street, vor allem im Tech-Sektor. Und andere haben dann gesagt, also wir empfehlen das Geld von der Silicon Valley Bank abzuziehen. Booms, rauschte die ganze Geschichte noch weiter nach unten. Wie gesagt, der klassische Bankrun, den wir sehen. Und wie funktionieren Bankruns in der Logik? Im Worst Case ist es besser, dass du zuerst dein Geld von der Bank abhebst, als dass du der Letzte bist, der das versucht. Genau, und das ist das Problem, das jetzt eben zu dieser Flucht führt, zu dieser Panik führt. Wir haben eine Firma, die heißt The Green Oaks Capital. Auch eine Venture Capital Firma, deren Gründer davor gewarnt hat, dass solche Banken eben Schwierigkeiten bekommen wie die Silicon Valley Bank. Er sprach aber auch dezidiert von anderen Banken, die hier ein Thema bekommen. Warum? Weil die eben keine Zinsen wirklich bieten und damit in Gefahr sind, dass da Kapital abgezogen wird. Genauso ist es dann auch gekommen. Und jetzt muss ich hier mal schauen, dass ich das wieder in den Griff kriege. Meine Damen und Herren, wo waren wir? Hier waren wir, genau. Deswegen können wir jetzt zur nächsten Grafik gehen. Und hier sehen wir, meine Damen und Herren, regionale Banken. Das sind also Banken, die nicht so groß sind, aber in ihrer Region eben praktisch sehr aktiv sind. Und hier sehen wir einen richtig gehenden Crash in letzter Zeit. Wir haben jetzt einen Abverkauf, wie wir ihn praktisch nur im Corona-Crash gesehen haben und dann in der Dotcom-Blase und Finanzkrise. Warum ist das so, wie hier Goldman Sachs beschreibt? Die haben massive Outflows, weil die teilweise nicht so kapitalstark sind und nicht so viel Zinsen bieten können wie andere Banken. Und sie haben Liquiditätsprobleme, weil ihre Securities-Portfolios underwater sind, wie Goldman Sachs hier schreibt. Eben weil sie vor allem viel in Fixed Income investiert haben, also praktisch in Anleihen investiert haben und jetzt auf unrealisierten Verlusten sitzen. Und jetzt schauen wir uns mal bei den großen Banken in den USA die unrealisierten Verluste an. Da führt mit 44 Milliarden Dollar Wells Fargo, das ist eine Bank, die scheinbar richtige Probleme hat. Dann kommt schon JP Morgan, dann kommt Citigroup, Bank of America steht gut da. Das ist vielleicht eine Rangfolge, die wir uns merken sollten. Und JP Morgan, da ist ja eigentlich die mächtigste Bank der USA, vielleicht die mächtigste Bank der Welt. Der Jamie Dimon, ihr Chef, der mächtigste Banker
der Welt und der bekommt jetzt Probleme offenkundig in dieser Geschichte mit Jeffrey Epstein und diesen ganzen Sexgeschichten, die damit verbunden sind. Jetzt wird gesagt, hat JP Morgan gestern versucht, Jess Staley anzuschwärzen. Das ist der ehemalige Leiter des Private Wealth Managements, also praktisch der Vermögensverwaltung für sehr wohlhabende Kunden. Der wurde jetzt beschuldigt von JP Morgan selber, wo er früher gearbeitet hat, jetzt nicht mehr bei JP Morgan. Du hast davon gewusst, von diesen ganzen Geschichten mit Epstein, und du hast das gedeckt. Jetzt dagegen scheint auch Jamie Dimon, der wohl auch ganz eng war mit Epstein, in den Verdacht zu kommen. Das könnte darauf hindeuten, dass jetzt der mächtigste Banker der USA richtige Probleme bekommt und wohl bald keine Zukunft mehr haben wird. Das heißt, wir haben jetzt auch eine indirekte Problemsituation bei den Dickfischen, bei JP Morgan, mit Abstand die wichtigste und größte Bank in den USA, und in Europa schaut es ja auch nicht so gut aus. Wir haben die Credit Suisse jetzt gestern gesehen, neues Allzeittief, nachdem die SEC gesagt hat, also eure Bilanz für 2022, die können wir nicht akzeptieren. Ihr habt ein paar Bilanzierungsprobleme, ihr Lieben, bei der Credit Suisse. Die musste das gestern kommunizieren. Also, dass da offenkundig eine Börsenaufsicht in Amerika nicht eine Bilanz absegnet, zeigt, dass da im Vorfeld schon viel passiert sein muss, dass da irgendwas richtig schief hängen sollte. Und dass es schief hängt, das sehen wir gestern eben dann auch bei den Banken. JP Morgan minus 5,4%. The Bank of America 6,2, Wells Fargo 6,2, Citi minus 4,1. Wir sehen den Bankensektor, den Finanzsektor minus 4% durchschnittlich. Utilities und Consumer Staples waren gestern noch die besten Sektoren, in Anführungszeichen, aber auch mit Verlusten. Wir sehen den VIX plus 18,32% über 22er Marke. Das ging dann doch relativ fix. Und all das in einer Situation, wo wir nach wie vor sehr viel Euphorie haben im Markt. Hier mal ein Kommentar, der gestern bei Finanzmarktwelt auf mich erwidert wurde. Die Sache ist doch ziemlich klar, die Börsen haben erst einen kleinen, winzigen Bruchteil der Aufwärtsbewegung seit dem Oktobertief vollzogen. Bravo. Ich sehe den S&P in diesem Jahr noch bei knapp 5000 Punkten. Das kann ja sein, dass er im Dezember da ist, will ich nicht ausschließen, aber absehbar erstmal nicht. Bitcoin wird erst recht allen Schwarzsehern das Maul stopfen. Kursziel mindestens $90.000. Heute Nacht ja Bitcoin unter die 20.000er Marke gefallen. Wenn ich in Bitcoin investieren will, dann kauft er eben Coinbase. Naja, meine zweitbeste Freundin Cathy Wood denkt ähnlich, dass dieses Jahr wird die Bären endgültig begraben. Und blip und blab, also wir sehen, da ist nach wie vor so eine, wir sind doch im Rallye-Modus, nicht anerkennend, nicht zur Kenntnis nehmend, dass diese steigenden Zinsen Liquidität verknappen, dass wir Probleme bekommen von einer Nullzinspolitik, von einer Flutung mit Liquidität. Wenn dann die Zinsen steigen, letztendlich führt jede Geldflutung, führt jede Nullzinspolitik zu einer Krise. Es geht gar nicht anders, weil du irgendwann dann Risikoparameter wieder einführen musst, sonst kommst du nie mehr auf einen grünen Zweig. Es steigen also die Zinsen. Dann fliegt das in die Luft, was zu hoch in der Nullzinspolitik gehebelt war. Hier sehen wir etwa Bitcoin zu Gold Ratio. Das ist jetzt unter eine kritische Marke gefallen. Gold hält sich ja gut, Bitcoin ist unter Druck. Und hier sehen wir oben im Chart mal Smart Money Confidence und Dump Money Confidence. Dump Money Confidence ganz oben, Smart Money Confidence nicht so weit oben, im Gegenteil. Und Dump Money Confidence war dieser Kommentar eben von vorhin auch, ja, wir sehen neue Allzeithochs, Bitcoin steigt auf $90.000. Gestern haben wir gesehen, hat man versucht, ja, die Märkte nochmal oben zu ziehen, nach oben zu ziehen durch diese Optionen, Zero DTE, und dann wurden die aber abgebaut, die Market Maker, haben dann das entsprechende Underlying verkauft, und ich hatte darauf hingewiesen, dass das dann ziemlich arg werden kann, wenn wir da mal einen Down-Move haben. Kurzfristig, meine Damen und Herren, sind wir etwas überverkauft, das sehen wir im Bullish Percentage Index, mit einer positiven Divergenz, also es wäre durchaus möglich, heute eine Erholung zu sehen, übergeordnet auf Stundenbasis. Sehen wir im S&P 500 allerdings eine wunderbare Schulterkurve, Schulterformation. Hier sehen wir auch den S&P 500, der ja aus diesem kurzfristigen Aufwärtstrend, meine Damen und Herren, oder diesem Abwärtstrend seit Anfang 2022 ausgebrochen zu sein schien. Jetzt testet man wieder sozusagen diese Abwärtstrend-Kanallinie. Das
riecht dann so ein bisschen auch nach dem Rebound wieder, nach nochmal dem Versuch, da ein bisschen nach oben zu gehen. Wir sehen den VIX mit einem massiven Anstieg, ich hatte es vorhin gesagt, 18%. Das wird jetzt erstmal ein bisschen konsolidieren. Wir sehen unten schon ziemlich überspannt im RSI, also das wäre jetzt nicht erstaunlich, wenn der VIX ein bisschen zurückgeht. Aber das, was aus meiner Sicht jetzt entscheidend ist, was wir gesehen haben, ist, dass gestern die Aktienmärkte gefallen sind und die Renditen gefallen sind. Wir sehen etwa die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt nur noch bei 3,8% in etwa. Wir sehen, dass die 2-jährige US-Staatsanleihe deutlich nach unten gekommen ist. Was passiert da? Warum passiert das? Nun, die Märkte sagen sich, shit, da kommt jetzt richtig eine Rezession auf uns zu. Da ist richtig Stress im System, also fliehen wir in die Sicherheit. Wir fliehen in den Anleihebereich, der erfahrungsgemäß in einer Rezession relativ gut läuft. Das ist sozusagen jetzt die Situation, dass wir möglicherweise fallende Renditen und fallende Aktienmärkte gleichzeitig sehen werden. Wir haben vorher gesehen, dass die Zinskurven sich immer mehr invertiert hatten, weit über 100 Basispunkte, die 2- und die 10-Jährige. Jetzt sehen wir, dass sich die Zinskurve wieder versteilt, wenn die Invertierung aufhört, so sagt man, so zeigte die Vergangenheit, also dass Zinskurven invertieren und dann wieder reinvertieren, also sich wieder versteilen und dann sozusagen wieder eine echte Zinskurve entsteht, dann beginnt die Rezession, so war es in der Vergangenheit immer. Heute haben wir die US-Arbeitsmarktdaten erwartet, also um und bei 225.000 Stellen. Arbeitslosenquote 3,4%, wichtig aber vor allem Stundenlöhne 0,4 Vormonat und 4,8% zum Vorjahresmonat. Ich hatte gestern ja über die Unzuverlässigkeit vor allem dieser US-Arbeitsmarktdaten gesprochen, hat einer dann bei Finanzmarktwelt auch kommentiert. Aber dass die Daten praktisch Fake News sind und so weiter, dadurch würde meine Analysen keinen Wert mehr haben, das sehe ich ein bisschen anders, sondern es ist ja so, ja, wir haben einen engen Arbeitsmarkt, ja, wir haben nach wie vor eben dieses Problem mit der Inflation, aber die exakten Daten sind nicht exakt, wir kriegen also keine wirklich zuverlässigen Inflationsdaten, wir wissen, es ist Inflation, wir wissen, der Arbeitsmarkt ist eng, wir wissen, dass da sozusagen die Dinge so stehen, wie sie sind, aber die Zahlen, die dann genau kommen, die für kurzfristig eine Bewegung entwickeln, entweder stark nach oben oder nach unten sorgen, die sind unzuverlässig. Übergeordnet wird sich das Bild durchsetzen. Das Entscheidende ist, die Zinspolitik der Fed macht etwas kaputt. Dadurch kommt eine Rezession. Die Märkte reagieren mit einem Abverkauf. Irgendwann versuchen die Notenbanken dann umzusteuern. Das ist das Entscheidende. Gestern hier auch von mir aus der Hinweis, dass da viele Dinge nicht übereinstimmen, wie Erstanträge und Challenger Job Cuts und so weiter und so fort. 507.000, die letzte Zahl bei den US-Arbeitsmarktdaten, war sicherlich zu hoch. Ich glaube nicht, dass das wirklich real ist. Wir haben jetzt in den letzten 10 Monaten jedes Mal eine Abweichung nach oben gesehen. Kann sein, dass wir diesmal eine Abweichung nach unten sehen und dann die Märkte sich erholen. Aber diese Erholungen, die sind dann aus meiner Sicht weiter Verkaufsgelegenheiten. Hier jetzt mal neueste Informationen zu diesem Stress im Bankensektor. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. 5 Charts, alles im Lot bei der US-Volkswirtschaft oder doch der Absturz. Auch sehr, sehr interessante Charts, die Sie da sehen können. Also zwei Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao. 14:30 die Arbeitsmarktdaten. Reinschauen bei finanzmarktwelt.de.